Ja, hallo. Also jetzt mal ganz im Ernst, Domme. Ich habe mir gerade dein letztes Video angeschaut. Ja, du fakest mich ja wirklich komplett. Such dir halt endlich mal was Eigenes. Ja, was willst du denn, Alter? Du fakest einfach komplett alles, wie ich schneide und so. Das habe ich erfunden. Natürlich, und da blendest du sogar noch mein Intro ein. Das kann ich jetzt echt nicht glauben, dass du sowas von mir denkst. Ja, was, wie wär's mal mit Fragen oder so? Ja, als ob ich dich abgehoben, dann spaß die Frage. Würdest ja eh nein sagen. Ja, würde ich auch, weil es mein Content ist. Das bringt Klicks, Alter, ich will die Klicks. Ja, soll ich das Video jetzt auch noch monetarisieren oder was? Du nimmst halt einfach offline oder ich strike dich komplett weg. Ja, genau, strike mich weg, oder? Du ApoRed, der BloodX wegstrikt. Ja, wenn's so kommt, dann schon. Wieso machen wir gerade sowas? Keine Ahnung, Klicks, Klicks, Klicks. Aber jetzt ernsthaft mal Real Talk, als ob ich sein Content klauen würde. Ich schneide einfach mal ein Video, wo ich nichts sehe, schneide ich einfach die Sachen raus. Und jetzt auch mal ganz im Ernst, falls es so wäre an alle meine Fans, die denken, dass er wirklich alles von mir fake und euch leuchtet das abfuckt. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn es so ist, dann habt ihr noch mehr Content und wenn ihr meinen feiert, dann habt ihr so ziemlich denselben nochmal, falls es so wäre. Ja genau, abonniert mich, gell? No joke. Nee, jetzt Spaß. Da ich jetzt dann selber nochmal ein Video vorher aufgenommen habe, will ich euch das jetzt noch einblenden und zwar habe ich da auch wichtige Themen angesprochen. Das habe ich circa eine Stunde lang aufgenommen und ich werde es euch in ein paar Minuten runtercutten, wahrscheinlich 5 oder sowas. Und dann war es das auch schon mit dem Video, also verabschiede ich mich jetzt aus dem Schnitt. Was hast du gesagt? Ich mir gesagt haben. Okay, dann können wir es aber auch jetzt ganz anders klären. Ja. Okay. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, was habe ich denn heute vor, euch zu sagen? Okay, ich will mal sagen, es geht um Domme Returns und mich. Unsere aktuelle Lage ist ja ein bisschen, ja, wie will man es nennen? Ja, wir sind ja eigentlich sehr gute Freunde. Jetzt hat er einmal in seinem letzten Video einen Teil von meinem Video benutzt. Was ist dabei rausgekommen? Hate. Ja, moin. Woo! Das war amazing, Alter. Okay, also ich kann eigentlich wirklich nur sagen, braucht ihn nicht dafür haten, nur dass er ähnlich schneidet, wie ich es tue. Und vor allem nicht dafür, dass er Teile aus meinem Video benutzt hat. Das ist ja dasselbe wie mit Quellenangabe. Hat er, es ist ja trotzdem, es steht ja richtig fett im Bild, das habe ich ja in meinem Video schon eingeblendet, richtig fett Hero Games drin steht. Ich wollte mich ja fast gar nicht zu dem Thema äußern, aber jetzt ist halt der Stand der Dinge. Ah. Lala, da wäre ich fast reingedroppt. Hat Ryan gesagt. Ich weiß nicht, warum ich das immer sage. Das ist irgendwie voll dumm. Aber ich mach's ja trotzdem. Ich kann euch jetzt noch eins sagen, falls sich das beruhigt und die Hate-Welle vielleicht stoppt. Ich und Domme, wir sind gute Freunde. Ich würde meinen Content wirklich komplett faken. Mir scheißegal, jetzt mal no joke. Wir werden tun, was ihr wollt für die Community. Zumindest ich. Denn das habe ich immer schon gemacht. Hoppa! How, my friend. Puh, war das erschaffen. Dir ist erstmal ein Latte. Ich meine, den Kaffee immer so. Okay, weiter geht's. Was habe ich noch zu sagen? Und vor allem, wenn unser Content gleich wäre, dann könntet ihr einfach zu ihm gehen, falls ihr mehr Content von mir sehen wollt. Und könnt einfach bei ihm denselben Content sehen und das würde keinen interessieren. Weil es halt eben genau derselbe Content wäre. Stirb halt. Wow, Double Kill. Und ja, ich sage jetzt nichts gegen die Leute, die mich verteidigt haben. Ich mag euch natürlich, da merkt ihr natürlich wieder, dass meine Community-Fanbase schon sehr groß ist und sehr krass auch darauf achtet, ob jemand genauso schneidet wie ich. Hup, au. Badumtsch. Ich weiß, das war scheiße, den habe ich schon mal in einem Video gebracht, aber das musste jetzt. Aber man kann ja auch immer noch nicht genau sagen, wie krass sich unser Content eigentlich unterscheidet. Also ich kann euch ja mal aufzählen, was ich vor einem Video mache und was ich unter dem Video mache und danach, denn das habe ich mir jetzt vorgenommen. Also, als erstes spiele ich mich meistens in dem Video, das ich aufnehmen will, ein. Das dauert dann auch circa eine Stunde oder so, denn ich will ja schon ein bisschen gut sein in der Aufnahme, damit ich nicht dauernd schlechte Takes dran nehmen muss. Und dann, wenn ich mich eingespielt habe, dann schreibe ich meistens ein Skript. Das wird auch sehr lang, also für das Video hier ist jetzt insgesamt ein paar Blätter in Word lang geworden. Aber dazu muss ich ja, denke ich, nicht so viel sagen. Das ist ja eher meine Sache, wie lange ich die Script schreibe. Ich sag bloß mehr als eine Seite, aber das ist unwichtig. Wie viel genau. Dann nehme ich auf, versuche ein paar coole Sketches reinzunehmen, die meistens halt eben schon im Skript stehen. Und ja. Aber eins mache ich vorm Video auch meistens noch, und zwar überprüfe ich meine Audio. Denn ich nehme ja insgesamt mit sehr vielen verschiedenen Programmen auf, damit die Audio immer klappt. Das entscheidende Problem ist ja jetzt zum Beispiel bei diesem Video halt auch gewesen. Ich habe um die 10 Runden schon aufgenommen. Das waren alles Skywars-Runden, wo ich Skywars hasse und jetzt hat sich hier überzeugt. Ja, ja. Und zwar waren da dauernd Schwitzer, die mich so krass aufgeregt haben, dass ich jetzt einfach Gang im Spiel, weil ich da nichts mehr verkacken kann. Das heißt, ich kann mein Skript jetzt eigentlich fast schon auswendig und muss nicht bei allen drei Sätzen wieder nachschauen. So, jetzt die Frage, was mache ich nach dem Video aufnehmen?
Tipp doch! Nach dem Video aufnehmen suche ich als erstes wieder, was bei mir auch richtig lang dauert, über 10 Minuten meistens, zwar die ganzen verschiedenen Tonspuren, die ich mit verschiedenen Programmen aufgenommen habe, erstmal synchron zu bekommen mit dem Video, das wirklich passiert, denn ja, jetzt ist es eigentlich nicht so wichtig, da könnte ich jetzt auch eigentlich ein Gameplay im Hintergrund tun, ist kein Juckt, aber das mache ich ja nicht, ich mache immer Live-Gameplays eigentlich. Als ob du voll dir bist. Gut, der ist nicht mehr so blöd. Ah! Was denn du da? Bist dich. Rieselde. Und dann schneide ich das meiste halt dann meistens noch, wenn ich weiterzählen will. Und ob ich das hinkriege, ist eine andere Frage. Also wenn ich dann meistens eh schon fertig bin, den ganzen Tonspur synchron machen und so, dann schneide ich das Video halt mehrere Stunden. Kommt drauf an, wie lang es ist. Das hier wird alle Fälle sehr lang dauern, da ich wirklich, ja, da ich das wirklich immer, ich will die beste Qualität liefern. Wisst ihr auch warum? Denn erstens immer an meine Grenzen zu gehen, das ist einfach ein wunderschönes Feeling. So, ich fühle mich da einfach richtig gut dabei, wenn ich immer an meine Grenzen gehe und zwar wirklich komplett. Denn ja, das ist einfach besser so für mich. Denn dann weiß ich, ich kann mich immer noch steigern und das versuche ich auch von Video zu Video. Den lustigen Gags zwischendurch, wie das hier. Wie heißt ein Brot, das hustet? Hustendes Brot. Brumtsch. Ich weiß, das war richtig scheiße, aber das musste jetzt einfach dann... Ich habe das Husten im Programm-Chat gesehen und ich finde den Namen einfach so lustig. Aber was ich euch noch dazu sagen kann, ist auch... Ja, halt eben... Das ganze Schneiden, dann ist wirklich bei mir schon wirklich schlimm ist dann auch, weil ich ganzen Sachen, die ich wirklich für euch mache, damit ihr was Gutes bekommt. Ich sag jetzt no joke, ich sehe jede Stelle um die 10 Mal im Schnittprogramm. Denn da mache ich meistens, teilweise mache ich dann manchmal sogar noch eine Light Color Correction hin, weil der Shader, den ich gerade habe, der ist jetzt wirklich nicht so krass. Und dann mache ich noch eben meine Stimme, dass der Sound ein bisschen gedämpfter ist, halt eben versuche ich immer noch zu machen, damit es sich für euch auch ein bisschen verträglicher anhört, dass man sich das wirklich einige Minuten lang geben kann, was ich hier eigentlich erzähle. Und dann versuche ich halt auch noch bei meinem Sound halt eben die Tastatur und die Maus ein bisschen leiser zu machen. Das klappt wirklich bloß sehr schlecht aktuell und dafür schäme ich mich auch, da ich wirklich dabei an meine Grenzen gehe und mehr ist mir auch zurzeit nicht möglich vom Dämpfen her, vom Runtersetzen von der Tastatur und der Maus und halt eben, ich schaue schon so lange, ob ich da vielleicht was machen kann, denn ich will wirklich jedes Mal für euch das perfekte Video liefern, denn ich denke mir halt so, wenn man ein schlechtes Video machen will wegen Quantität statt Qualität, dann sollte man es einfach lassen. Weil ganz im Ernst, ich will YouTube Deutschland verbessern. Und deswegen will ich wirklich nur das Allerbeste, das ich habe, hochladen. Wenn es mir nur ein ganz klein wenig nicht passt, dann erscheint das Video nicht. Für euch sind insgesamt auf dem Kanal schon 20 Videos nicht erschienen, in die ich wirklich schon sehr viel Liebe und Herzblut reingesteckt habe und auch sehr viele Stunden. Ich weiß, ich will jetzt nicht irgendwas sagen, was nicht stimmt. Ich bin auch in dem Falle hoffentlich für euch kein Heuchler. Aber die Videos, die mir einfach qualitativ nicht passen, die kommen einfach nicht. No joke, wenn ich mit irgendjemandem was aufnehme und finde zum Beispiel, die Audio hat an einigen Stellen nicht gepasst, die ich unbedingt reinschneiden will. Ich nehme das dann einfach nicht, weil es wirklich nicht, ich gehe damit nicht an meine Grenzen, wenn ich irgendwas einfach so durchgehen lasse. Was für mich dann eigentlich dann auch wieder fragwürdig ist, ob ich dann wirklich an meine Grenzen gehe. Deswegen lasse ich es dann meistens einfach komplett mit dem Video. Und dann noch, was ich dann noch mache, ist halt ein Thumbnail. Bei denen gebe ich mir jetzt nicht so viel Mühe, wie man sieht. Schon zwar auch über schon eine Viertelstunde auf alle Fälle. Wegen den ganzen Effekten, denn ich mache da schon viel für. Aber ich mache jetzt nicht sowas wie extra noch eine Cinema 4D-Render von meinem Skin wie beim letzten Mal. Da habe ich einfach alten Cinema 4D-Render von meinem alten Skin genommen. Wer hätte es gedacht? Das ist einfach für mich, das Thumbnail spielt für mich nicht so eine wichtige Rolle. Digga, das werde ich eigentlich nicht sagen. Ich nehme es jetzt nicht second try. Ja, dann sollte man halt einfach das Thumbnail sein lassen und das Video sein lassen und einfach das auf einer ganz anderen Ebene lassen. Und ja, dann gibt es ja halt nur noch das Hochladen bei mir. Das dauert bei mir um die 5 Stunden, denn ihr wisst, der Kack-Internet und so. Die einzige Plattform, auf der ich gelegentlich mal streamen kann, ist Twitch. Wenn ich wirklich schaue, dass kein anderes Gerät in mein Netzwerk läuft, das irgendwie Internet brauchen könnte. Denn sonst ist die Qualität da auch wiederum sehr scheiße. Falls ihr jetzt noch wissen wollt, wie viel ich Zeit jetzt eigentlich für das gebraucht habe, das hier aufzunehmen, und zwar mit den ganzen Tries von der Stimme, damit ich das gut hinbekommen habe. Natürlich sind auch ein paar Fails drin, wie immer. Das ist ganz klar bei mir. Aber ja, sonst die ganzen Sachen so jetzt haben jetzt um das Aufnehmen jetzt von der Rohdatei hat jetzt schon 48 Minuten gedauert, weil ich mich immer wieder versprochen habe beim Skript ablesen und so, denn ich habe auch nicht unbedingt die größte Schriftgröße eingestellt und damit es einfach trotzdem noch ein bisschen schneller geht. Jetzt werde ich mich dann auch gleich ans Schneiden von dem Video machen und das Fazit, das ich eben schon sagen wollte, ist halt eben, lass Domme sein.
Was ich jetzt als Fazit eben noch sagen wollte, ist eben, lasst Domme sein Ding durchziehen, lasst mich mein Ding durchziehen, man darf hochladen, was man will. Wenn es euch stört, dann einfach von seinem Kanal. Ist es wirklich so schwer, auch mal auf ein paar Videos nicht mehr zu klicken, denn ich denke, es gefällt euch, wenn ihr es anschaut. Denn die meisten werden es ja wahrscheinlich sogar bis zum Ende anschauen. Also es ist wirklich, es ist eure Sache, was ihr macht, nur ich finde es jetzt nicht ganz richtig, nur auf ein Video zu klicken, um das zu disliken, oder? Also wenn man das macht, dann sollte man sich wirklich an die eigene Nase mal fassen und nachdenken, was eigentlich selber besser machen könnte, denn auch wenn Domme eben gewisse Ähnlichkeiten beim Schneiden hat mit mir, also mit meinen Videos. Steckt ja trotzdem, wenn es so ist, wenn es so geschnitten ist wie bei mir, dann steckt ja trotzdem stundenlanger Aufwand dahinter. Das wollte ich sagen. Und ich treffe natürlich wieder die Wortwahl nicht, war so klar. Aber halt eben, wie gesagt, wenn es so ist, dann freut euch doch, dass ihr mehr Content in der Art habt. Und ich finde jetzt auch nicht, dass es unbedingt so gleich ist. Also wenn es euch wirklich bloß um die Einblendung von meinem Video ging, dann wirklich jetzt mal ganz im Ernst und denkt nach. Denkt einfach nach, wenn es mir nicht passen wird, dann würde ich mich ja melden. Ich antworte gar nicht auf solche Leute, die sich dann erhoffen, dass sie sich bei mir einschmeicheln können durch sowas. Auf die antworte ich einfach nicht. Bin schon lieb von euch, aber ich denke mal nach, jemanden zu haten wegen mir, das ist meine Sache. Das ist dann die Sache von mir und Domme und nicht eure. Ihr braucht euch dann da wirklich gar nicht einmischen, jetzt no hate. Aber ja, das muss jetzt einfach mal raus, dieses Video. Und jetzt nehme ich eh schon über eine Stunde auf und werde jetzt ein paar Stunden lang schneiden. Also, habt ein bisschen Spaß. Ich hoffe, es kommt heute oder morgen noch. Wenn nicht, wisst ihr halt eben, wie lange ich gebraucht habe. Wir haben jetzt aktuell den 15.04. um 19.16 Uhr oder sowas. Und ich werde es noch ein bisschen brauchen. Also, haut rein und tschüss.